Das Gebäude 1960 gebaut war meiner Meinung nach weit seiner Zeit voraus. Die Architektur, die wir gewählt haben, hat sich bis in den heutigen Tag bewährt. Klar, deutlich, sachlich ist die Architektur und nicht verschnörkelt. Die 60er Jahre. Eine Ära voller Esprit, kultureller Innovation und Freude am Neuen. Der Westen genießt das Wirtschaftswunder. Die Deutschen haben Spaß an frischer Mode und an moderner Architektur. Und als wir hier damals angefangen haben, das war wirklich, wie das 1960 war, auch für mich richtig Aufbruchstimmung. Hier war richtig was los, hier wurde gearbeitet. In Düsseldorf entstehen viele neue Projekte und die Stadt bekommt prominenten internationalen Besuch. International sind auch die architektonischen Vorbilder der Zeit. Besonders inspirierend finden die Beteiligten das Gebäude der General Life Insurance in Connecticut. Der Bauherr hatte sich orientiert an den neuen Büroformen in Amerika und kam zu uns zurück und hat gemeint, es müsste hier ein Großraumbüro entstehen. Der Bauherr ist Helmut Horten. Für seine Warenhauskette baut er eine hochmoderne Zentrale auf der grünen Wiese. Die grüne Wiese wird dann zum Park. Das Großraumbüro erweist sich als Glücksfall, besonders in seiner Flexibilität. Und die Konstruktion des Gebäudes ist so, dass es stützenfrei ist. Sie sind also ganz flexibel in der Nutzung. Sie ganz individuell kann man das umbauen, verändern, zurückbauen oder andere Nutzungen, auch wenn Sie wollen, auch zuführen. Die Wendeltreppe mit Spannbetonkern. Damals eine technische Innovation und heute noch ein Zeugnis einer besonderen Ästhetik. Und wir waren natürlich aus der Zeit so Mies van der Rohe, klare, deutlich sachliche Architektur war für uns hier entscheidend. Denn das ist ja nicht irgendeine Hauptverwaltung oder irgendwas, sondern das ist wirklich ein sehr wertvolles Gebäude, was hier entstanden ist. Heute ist Union Investment die Eigentümerin der Architekturikone. Der Seestern 3 ist für mich persönlich ein besonderes Asset, weil es eine herausragende Geschichte hat. Es war damals das erste Gebäude am Platz in einer völlig neuen Architekturdenke. Das Gebäude wird jetzt State of the Art renoviert und so in die heutige Zeit gebracht. Seine Geschichte bleibt dabei lebendig. Der Seestern 3 gewinnt natürlich durch seine hervorragende Lage. Zum einen hier im Umfeld, als auch durch den direkt angrenzenden denkmalgeschützten Park. Selbst die Rheinauen sind praktisch vor der Tür und die S-Bahn-Station um die Ecke. Der Seestern 3. Ein ganz moderner Klassiker.